Moin Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der deutschen Eishockey-Liga. Die Fishtown Penguins Bremerhaven empfangen heute den Tabellenersten, nämlich die Tomasz Sabo Ice Tigers. Zuletzt, wir wissen es, sah es leider nicht allzu rosig aus, was die Fishtown Penguins Bremerhaven angeht. Aber es ist noch wirklich alles möglich. Wir haben noch alle möglichen Chancen, irgendwas zu bekommen. Und ja, wir warten ab, wie es weitergeht. Wir warten ab. Wer hier am Ende die Oberhand hat. Abwarten ist immer das Wichtigste. Aber es muss heute, sollte eigentlich ein Sieg her, denn ansonsten würde man Gefahr laufen. Welch, wieder mal 1-0. Ansonsten würde man wirklich Gefahr laufen, dass man hier abgeschnitten wird vom Verteidigerfeld, von den Plätzen 3 bis 5. Und so sieht es doch schon mal ganz gut aus. Jeremy Welch, 7th goal in this season, takes the lead to Bremerhaven. Wunderschön gemacht, keine Chance für Reimer. Der hier sich mit dem ersten Schuss quasi den ersten Gegentreffer einfängt. Nicht nur quasi, sondern auch unquasi. Das ist natürlich sehr, sehr bitter, aber alles in allem doch verdient. Sehr schön gemacht und jetzt weitermachen. Das ist hier das große Ding, was man jetzt nicht vergessen sollte. Weitermachen mit dem, was man macht. Weiter vorne gut aufspielen, defensiv die Leistung abrufen. Und dann kann das hier wirklich was werden. Da ist das zweite Tor, wunderschön gemacht. Hier ist wirklich der Baum am Brennen. 2-0 Bremerhaven, knappe 7 Minuten gespielt, Wahnsinn. 7 Minuten gespielt, 2-0. Und das kann sich sehen lassen. Das kann sich wirklich sehen lassen. Weitermachen jetzt. Das ist eine gute Basis. Dass man hier so weiterspielt. Nächste Schussmöglichkeit. Und ja, man legt hier wirklich gut los. Man bringt es auf den Punkt. Das, was man in den letzten Spielen versäumt hat, macht man. Umso besser gegen die Tomasz Sabo Ice Tigers. Nächste Schussmöglichkeit, Reimer. Sehr schön, 2-0 Führung, aber wir wissen, nur wegen einer 2-0 Führung ist man nicht sicher durch, sondern vielmehr sollte man sich jetzt anstrengen, diese Führung verteidigen, weiter nach vorne aufspielen. Möchel, es wäre natürlich für Bremerhaven ein Wahnsinnsgefühl, wenn man hier gewinnen könnte gegen den Tabellenersten. Das wäre schon nicht schlecht. Und die nächste Möglichkeit diesmal auf Seiten der Tomasz Sabo Ice Tigers. Man lässt natürlich nicht locker. Warum sollte man auch? Noch ist hier gar nichts gegessen, noch ist alles möglich. Auch in dieser Partie, die 0-2 bislang steht. Für die Fishtown Penguins Bremerhaven. Nächste Schussmöglichkeit, schade. Sie schießen sich hier wirklich ein, es ist wirklich gut zu sehen. So, sie kommen über die rechte Seite, die Bremerhaven, die Tomasz Sabo Ice Tigers. Letzte Minute läuft. Und dann nochmal das Bulli, 7,6 Sekunden Verschluss.
Schusschance. Aber es bleibt beim 0:2 aus Sicht der Thomas Sauberheit Tigers. Wer hätte das gedacht? 2:9 Schüsse für den krassen Außenseiter. Trotzdem, da merkt man, zu Hause kann man wirklich alles wahr machen, wenn man es nur will. Sehr gut gespielt, sehr gut gemacht. Man lässt Nürnberg bislang keine Chance. Und wenn man so jetzt die nächsten beiden 20 Minuten noch zu Ende spielt, dann könnte man tatsächlich diese Partie gewinnen. Könnte tatsächlich 3 Punkte auf seinem Konto verbuchen gegen eine Mannschaft, wo man es vielleicht nicht erwartet hätte. Umso überraschter wäre man, umso schöner wäre es natürlich. Abwarten, kämpfen und weiter Eishockey spielen wie in den ersten 20 Minuten. Ryan Precht, Reimer, rübergespielt, gut mitagiert. Immer aufpassen, immer Vorsicht. Und das kann was werden, ja, absolut. Es wäre nicht das erste Top-Team, welches wir schlagen würden. Überhaupt nicht. Nächste Schussmöglichkeit auf 3:0 erhöht. Das wäre natürlich ein Traum. Aber es geht erstmal mit dem 2:0 weiter. Solange kein Gegentreffer fällt, ist es ja auch nicht so schlecht. Reimer scheint warm zu sein. Scheint jetzt seine Spieltemperatur gefunden zu haben. Kann und wird seine Mannschaft wieder zu 100% unterstützen. Ja, Pass kommt, aber ist egal. Gut aufgepasst. So, 7 Minuten noch in Durchgang 2. Nicht viel, was momentan zu sehen gibt, aber es würde reichen, wenn Bremerhaven an der Stelle einfach keine Treffer mehr zulässt oder vielleicht hier noch einen drauflegt, aber sehr gut gegen agiert und erstmal einen weiteren Treffer verhindert. Schön gesehen. Guter Block. Ja, auch wenn jetzt hier ein bisschen die Luft raus ist, es ist noch nicht entschieden. Das ist das Problem. 2,5 Minuten noch. Und dann haben wir noch eine komplette 20 Minuten Spielzeit. Sehr schöner Save. Immer wieder wichtig von Nieminen. Last minute of play in the second period. Und dann haben wir auch das Ende des zweiten Drittels. Weiterhin 2:0. Gute Ausgangssituation für die Fish & Penguins Bremerhaven. Die bessere Ausgangssituation natürlich. Aber trotzdem, man darf es jetzt nicht unterschätzen. Denn mit einem 0:2 im Nacken kommen sie natürlich wahrscheinlich aus der Kabine mit einem großen, großen Druck. Und mit Möglichkeiten, da ist es schon, 51 Sekunden gespielt. Wer sagt's denn? 2:1 nur noch, jetzt geht's nochmal in die andere Richtung.
Und jetzt wird es gefährlich. Jetzt aufpassen. Jetzt nicht gleich den Ausgleichstreffer zulassen. Ansonsten könnte das Spiel noch kippen. Das ist jetzt ein gefährlicher Punkt, bei dem man sich befindet. Gerade weil Nürnberg jetzt im Aufwind ist. George! Aber jetzt kriegen sie eine Strafzeit. Das könnte wieder ein bisschen bremsen. Jetzt nochmal alles geben. Wirklich nochmal alles geben. Powerplay eine Minute. Jetzt ein 3-1 erzielen. Und das wäre schon was. Achtung. Nächste Strafzeit. Wieder eine Strafe. Wieder gegen die Nürnberg Eisbergers bzw. gegen die Thomas Sabo Eisbergers. Jetzt 51 Sekunden. 5 gegen 3. Leco Mio. Jetzt muss was gehen. Jetzt ein Treffer. Und das Ding hier dürfte durch sein. Aber es muss halt. Das ist das große Problem. Powerplay, eine Minute. Nürnberg wieder zu viert. Und abseits. Ach, bitte. Nicht schleifen lassen. Das ist nur das, was man nicht machen darf. Alles andere ist nicht so tragisch. Nur nicht die Partie jetzt schleifen lassen. Da kann doch so viel passieren. Gut, John, Achtung. Und Lampo. Die Zeit ist jetzt ein Faktor, auf die beide Mannschaften natürlich schauen. Die eine mehr, die andere weniger. Die Nervosität könnte auch entscheiden, wer hier am Ende als Sieger hervorgeht. Kirk, vorsichtig. Sivret. Es ist schon wirklich mit Vorsicht jetzt zu genießen. Es könnte jederzeit ein Treffer fallen. Und dann würde es bei Null beginnen. Huton. Es ist unglaublich. Es ist wirklich unglaublich spannend. Vorsichtig, Segal. Achtung. Huton, very good. Very good. Es war jetzt gemischt. Aber es bleibt trotzdem spannend. Ich kann nicht sagen, wer am Ende wirklich gewinnt. Es ist so spannend. Bremerhaven beginnt wirklich hervorragend. Nürnberg gleicht aus, Reinbrecht! Es ist unglaublich. Das ist das, was ich gemeint habe. Nürnberg ist zurück. Mit dem Ausgleich. Und ruckzuck geht es hier von neuem los. Das ist schon richtig, richtig krass. Also 2 Minuten 40 Sekunden noch. Die DEL wieder am Rande. Und jetzt bin ich gespannt. Thomas Sabo Ice Tigers. Machen ein 0-2 Wett. Und da ist die Möglichkeit, meine Güte. Es ist unglaublich, Borzen. Jetzt vielleicht noch in den letzten 30 Sekunden der entscheidende Treffer. Lempel, komm schon, Reimer.
Bislang reicht's nicht. Bislang sieht alles danach aus, als würde es hier wieder eine Overtime brauchen. Zucker. 20 Sekunden, jetzt nochmal ein guter Pass. Noch eine gute Möglichkeit. Leverly übers Tor. Owens, Scheibe bleibt erstmal drin. Sehr gut nachgesetzt. Letzte Möglichkeit wahrscheinlich. Ah, schade. Drüber gestolpert. Also, gibt hier die Overtime. Nürnberg kämpft sich zurück. Das haben wir alle gewusst, dass es sein kann. Und das machen sie wirklich hervorragend. Ja, so ist es. 9 zu 17 Schüsse, trotzdem steht es hier einfach 2-2. Das ist es halt. Das ist das große Problem. Ryan Pracht. Jetzt machen sie Druck. Jetzt geht es hier richtig ab. Reimer. Vorsichtig, Ryan Pracht. Also einen Punkt haben wir auf jeden Fall geholt. Und ich glaube, da können wir wirklich zufrieden sein gegen eine Mannschaft, die ganz oben steht. Ist es keine Chance, keine... Ist es auf jeden Fall nicht schlimm, wenn man mal nicht die volle Punktzahl holt. Weitermachen, muss die Devise lauten. 1,44 noch, vorsichtig, Nürnberg kommt mit dem Schuss von der Blauen, da ist die Möglichkeit. Konterchance, Vanhalenen. Ein Tausch, Mestaros, ja, wird wahrscheinlich wieder ein NHL-Spieler sein, wird Andre Mestaros sein, wieder sehr, sehr fair hier alles. Ryan Pracht, Achtung. Ryan Pracht. Letzte Minute läuft. Vorsichtig, passt. Mit der Schusschance und Reimer. Geht's hier in die letzte Instanz, geht's hier ins Penaltyschießen. Auch das wäre mit Sicherheit nicht ganz unfair. Und schon gar nicht unmöglich. Gewinnt Kozak. Vorsichtig, Nürnberg kommt nochmal. Nininen. Immer noch mit dem Safe. So, Moore. Nochmal abgespielt. Botzen! Und dann gehen wir tatsächlich ins Penaltyschießen. Also, die letzte Instanz muss her. Keine Klärung. 21 Schüsse am Ende. Und jetzt zählt's. Wer bekommt den Extrapunkt? Ryan Pracht mit dem ersten Schuss für Nürnberg und ist drin. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Schön gemacht. Führung für Nürnberg. Jetzt ein 2-0 hinterher und das wird richtig bitter dann. Oh mein Gott. Nieminen rettet. Zweiter Schütze. Bremerhaven, Welch. Oh, schade. Hätte was werden können. Schön gesehen. Wenn er jetzt trifft, der Mestaros, dann ist es durch. Andre Mestaros macht's und holt den Sieg für die Ice Tigers.
Tja, das ist es. 2-0 geführt, am Ende 2-3 verloren. Das ist wirklich ein hartes Stück. Reimer, Moore und Kirk. Das ist bitter, schade. Ein Punkt, am Ende hat es nicht für mehr gereicht. Nächstes Spiel würde am Sonntag kommen, am 11. Dezember. Allerdings ist ja da mein Mega-Stream, dementsprechend kommt da keine Folge. Gucken wir mal, ob es am Dienstag kommt, werde ich dann im Uploadplan nochmal aktuell halten. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir trotzdem ein Like da. Wir gucken uns natürlich noch die Tabelle an. Da haben wir die Thomas Haber Eistergers vor Straubing, dann München, Krefeld, Köln auf 5. Wir sind auf die 6 abgerutscht durch die vielen Niederlagen zuletzt. Dann dahinter die Eisbären Berlin, Ingolstadt, Düsseldorf, Wolfsburg, Mannheim, Augsburg, Schwenningen und die Iserlohn Roosters. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, Daumen nach oben. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Bloody LP.